Hey und hallo zu Sims 4, der Legacy Challenge mit Sophia, Akiko, Jonah, Alan, Anthony, Misha und Kevin. Und ich sage mal, die beiden hier müssen wir jetzt mal nämlich nachgucken. Hier, Alan sollte schlafen, der läuft da und jetzt geht er ins Bett. Und was haben wir hier? Das ist Anthony, der läuft da nicht. Der kommt hier, der sollte eigentlich auch ins Bett. Die sollten alle ins Bett. Ich weiß gar nicht, was die hier machen. Es ist früh 2 Uhr. So, wessen Bett ist denn das hier? Keine Ahnung, wem das gehört jetzt hier. So, ich meine jetzt mal andersrum. Das ist Anthony. So, und der muss ja hier irgendwo muss ihm doch das Bett gehören. Das ist zum verrückt werden. Okay. Du gehst also hier schlafen und das ist Ellen. Und Ellen hat hier drüben, glaube ich, sein Bett. So, dann scheint ja schon mal der richtig zu sein. So, wer ist das hier? Das ist Anthony. Den haben wir da drüben verfrachtet. Hier ist Misha. Misha geht, glaube ich, hier mit hin. Du gehst auch schlafen. Du isst jetzt nicht. Das kannst du jetzt gleich aufhören. Und dann habe ich noch Kevin. Und Kevin macht auch nichts. Er isst auch irgendwas oder unterhält sich. Und er soll zumindest auch noch schlafen. Denn ein bisschen haben sie auch noch. Sie müssen dann eh in die Schule. Hier ist schon wieder ein Klo kaputt. Und ich glaube auch, hier, ach so, Sophia hat gesehen. Alle laufen hier rum. Sind alle irgendwie wach. Jonah geht's richtig blöd. Aber müde ist er auch. Aber weißt du was, Jonah? Du machst das mal hier ganz. Dann kannst du nämlich aufs Klo gehen. Und dich wegen meiner hinterher duschen. Und dann, genau. So erfrischende Dusche nehmen. Dann kann er nämlich nochmal. Genau, da kann er aufs Klo und da kann er schlafen gehen. So, aber dazu muss das Klo erst ganz sein. So, und was ist hier mit Sophia? Die hopst hier auch rum. Sophia geht's eigentlich ganz gut, aber ich glaube, Sophia kann auch noch mal schlafen, ehe sie hier die ganze Zeit Nacht wandelt. Dann ist sie nämlich morgen Abend total schnell fix und alle. Ich würde sagen, wo haben wir das andere Klo? Da komme ich jetzt so nicht ran, denn da müssten wir Akiko mal hinschicken. So, die Kleine ist schwanger und ja, geh mal hier aufs Klo. Und dann muss sie sowieso öfter pinkeln. Wie lange wird ist denn das jetzt? So, wir sind immer noch im zweiten Trimester und ja, das ist natürlich ganz schade. Gut, ob sie das reparieren kann? Sie kann es reparieren. So, wie weit ist jetzt Jonah hier? Der duscht schon. Jetzt können wir ihn aufs Klo schicken. So, wo Jonah? So, du gehst hier aufs Klo und danach gehst du nämlich auch nochmal schlafen. Techtelmechtel? Nee, Techtelmechtel gibt's jetzt nicht. So, Akiko. So, Akiko hat die Dusche noch. Die muss die Dusche reparieren und dann geht sie auch nochmal schlafen. Und ich meine, da kann sie auch noch ein bisschen ausruhen. Und Akiko hat heute auch noch frei. Sie braucht heute nicht arbeiten. Ja, heute ist schon Dienstag, ist früh um 4. Sie wäre mit der Leistung total weit oben. Also, wenn wir mit Akiko arbeiten gehen, nochmal gehen könnten, dann würden wir sofort irgendwie befördert werden. Jetzt müssten ja endlich alle schlafen. So, Akiko ist noch irgendwie wach. Wieso ist die hier? Ne, die schläft. Hier schläft sie. So, Sophia schläft auch und Jonah ist der Letzte, der jetzt hier noch rumrennt. So, und dann wird er erstmal schlafen. Gut, jetzt wird mir schon der Bus angezeigt und jetzt sind die Kleinen nämlich nicht ausgepennt hier. Das war mir klar. So, in einer Stunde. So, wie geht's denn den Jungs? Hunger. Das schaffen wir sowieso nicht mehr. So, da steht schon einer. Wer ist das? Wer bist du? Micha ist das. So, er geht was essen und er muss vorher aufs Klo. Okay, dann gehst du aufs Klo hier. Zack, machst du nämlich zuerst. Und, ja, was essen wäre gut, aber hier müssten wir ihm mal wahrscheinlich helfen. So, was ist das hier? Hier kannst du dir mal ein Gericht nehmen. Hier müssen wir mal wegräumen irgendwie. Das ist ja richtig viel. Und wahrscheinlich sowieso alles schlecht geworden. Gut, das geht zu schnell. Der Mülleimer kann nicht so schnell. So, was ist denn mit den anderen Kindern? Wenn das Misha ist, wer ist denn hier? Du schläfst, du schläfst, du schläfst. Okay, dann stehen wir alle auf nachher und dann müssen wir es so machen, dann gehen wir ohne irgendwas zu essen oder so, keine Ahnung. Obwohl denen auch allen ganz gut geht hier. So, wen habe ich jetzt hier? So, er hat aber auch Hunger. Hier, Kevin hat Hunger. Und Anthony hat Hunger. Und Alan ist der Einzige, dem es einigermaßen gut geht.
Aber es ist schon um 8, die müssten sowieso alle in die Schule. So, gehen jetzt auch alle in die Schule oder nicht? So, er will noch aufessen und gut, du gehst auch. Wunderbar. Na gut, dann kann er auch noch aufessen. Der Bus wird schon warten irgendwie. Vielleicht sollten wir mal ihn vorbeischicken, der hier mal das aufräumt. Aber die Großen schlafen alle noch. Gut, was ich jetzt eigentlich noch gar nicht gezeigt habe, das mache ich jetzt sofort, denn solange hier Micha da noch sitzt, ich habe noch ein bisschen rumgebastelt an der Küche. Die Küche ist jetzt hier durchgehend die Platte. Die ist riesig. 1, 2, 3, 4, 5. Auf der anderen Seite sind 4 Plätze, sind 9, 10, 11 Plätze haben wir. So sieht es jetzt aus. Das Waschbecken haben wir jetzt hier auch. Das, was wir nämlich vergessen haben. Und ansonsten steht auch alles andere so da. Ich denke mal, das sieht richtig cool aus. Ne? Irgendwie gut. Mal sehen, ob wir dann alle dran sitzen, wie wir dann Platz haben und so weiter. Ja, gucken wir mal. So, jetzt ist hier Ena kokett aufgestanden, würde ich mal sagen. Oh, warum bist du denn kokett? Eigentlich müsste man mit ihr mal. Hat sie heute auch frei? Nee, sie muss heute zur Arbeit, ist ja blöd. Und pinkeln musst du auch. Gehst du mal aufs Klo. Und dann suchst du hier mal die Teile raus, hier, weil es hier gerade liegt. Damit wir das schon mal wegräumen können. Und ihr geht's gar nicht so gut, weil sie hat hier Hunger und was weiß ich alles. Gehst mal schon. Also gehst mal eine erfrischende Dusche nehmen, die ist vielleicht ganz gut, besser wie eine warme oder weiß ich was dann. Was gibt's da noch? Naja, eine dampfende Dusche wollte ich eigentlich sagen. Okay, und dann kannst du doch was essen. Ach nee, hier vorne ist auch noch was weg zum Wegräumen. Teile plündern kannst du hier. Und genau, Sophia wird dann aufräumen. Wobei, wie weit ist, wann muss, Sophia muss schon zur Arbeit. Zeit für die Arbeit. Sie geht schon, Sophia geht schon zur Arbeit und sie macht hier von den Sachen gar nichts. Das ist natürlich richtig toll und ja gut, dafür kann sie dann auch ihr Zeug nicht erledigen. Das ist natürlich saublöd. Akiko hat richtig Zeit und na, wie ist der Akiko? Du hättest vielleicht erstmal aufräumen können. So, dir ist unwohl. Morgenübel. Gut, ansonsten geht es ja auch ganz gut irgendwie. In 3 Stunden ist der Taco-Auflauf verdorben. Ich weiß ja nicht, warum die alle nicht aufessen. Vergessene Frage. Wieder einmal ein Test. Kevin ist fast fertig, als er bemerkt, dass er eine Frage ganz oben übersehen hat. All seine Antworten sind jetzt falsch nummeriert. Er will es gerade der Lehrerin sagen, als ihm einfällt, dass er den Test dann nochmal machen muss und das Ergebnis gar nicht in die Note einfließt. Gut. Ich glaube, das hatten wir auch schon 1000 Mal. In dem Sims gibt es ja noch schon eine ganze Weile, Sims 4. Und wir geben den Fehler mal zu. Ich habe eine kleine Leistungsverbesserung. Ich will es gar nicht mehr lesen, weil wir das, glaube ich, schon wirklich 150 Mal gelesen haben. Okay, und weg. Gut, ich bin ja eigentlich immer noch bei meinem Tellerproblem, aber so nach und nach krieg alle weggeräumt. So, was ist denn jetzt mit Jonah? Jonah ist energiegeladen und hat aber auch Hunger. So, und da ja jetzt, ja, da jetzt Sophia das hier überhaupt nicht, dann lass mal ihm erstmal die Teile plündern, damit wir endlich die Müllhaufen wegräumen können. So, jetzt räumst du das auch hier, Teile plündern. Und das Klo kannst du dann auch gleich mal. Quatsch, nicht verwenden. Besuch des Direktors. Der Direktor stattet der Klasse von Mischa heute einen Besuch ab. Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter Mischa sich entschieden, ihn mit irgendetwas zu beschießen. Soll er das Kind ignorieren oder es bitten, damit aufzuhören? Gut, er bittet es aufzuhören und was passiert da? Mischa kritzelt eine Notiz, gibt sie dem Kind, hör auf oder ich sag's. Das Kind rollt den Zettel auf, feuert ihn auf Mischa. Doch leider verfehlt das Geschoss sein Ziel und landet vor den Füßen der Lehrerin. Ausnahmsweise gerät einmal jemand anderes in Schwierigkeiten und Mischa steht nicht unter Beschuss. Nur nicht mehr. Gut, das ist cool und hast es. Okay. Ich wollte, dass hier Jonah jetzt dieses Klo mal sauber macht. Das sieht nämlich
scheußlich aus. Ribs, So, Gork. und dann Wissig und ich kicken mal gleich noch im Garten mal. Die hat ihn an die Mülltonne umgeworfen und das Ding liegt hier nirgends. Ach Gott, hier liegt schon Müll, den hat schon einer nicht aufgesammelt und kann man damit. Ich will die nicht wieder düngen. Hier los, Akiko geht jetzt mal hier diese Mülltonne aufheben. Das aufheben, das reinschmeißen und das können wir nachher machen. Und dann kann der Arme, es ist hier ständig was zu lesen, das finde ich auch ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt. Sophia ist mit ihrem neuen Projekt bereits im Rückstand. Soll sie darauf bestehen, dass alle länger arbeiten oder ihren Chef überzeugen, dass sie mehr Zeit braucht? So, ich würde sagen, sie ordnet Überstunden an. Und jetzt können wir nicht mal lesen. Sie irrt irgendeine Akiko hat die Tanzfähigkeit erworben. Das ist ganz toll. Und schon Jonah steht hier auch was drin. Und Sophia hat eine Leistungsverbesserung. Wo läufst du mit dem Müll hin? Jetzt kommt die Post und ich würde sagen, das ist, weiß ich nicht, Dienstag, gibt es da eine Rechnung oder was? Keine Ahnung. Ach, sie sammelt das ein und dann bringt sie es weg. Und das hier wollte ich mal greifen. Mal sehen, ob. Ne, kriegen wir nicht weg. Okay. Gut, armer Jonah soll was zu essen kriegen. Er hat nämlich Hunger. So, und jetzt geht er schon alleine ran. Das ist natürlich total klasse. Und dann lassen wir das also mal sein. Gut, Akiko tanzt. Und ich habe eigentlich hier. Müssen wir noch was anbauen? Soeben Rechnungen eingetroffen. In Höhe von nur 15.785. Und hier bleiben 48 Stunden und so weiter. Ja, wir geben aber vorher nochmal Geld aus. Weil Akiko braucht nämlich hier, Moment, das. Wir brauchen jetzt neuerdings einen Spiegel zum Tanzen. Das ist irgendwie ganz neu. Warum geht der da nicht ran? Okay, ich glaube, ich weiß es. So, gibt mal das Ding hier. Das steht hier wirklich in keiner Ecke. Ich stelle es mal hier eben hin. Steht trotzdem nicht mein Spiegel, das ist ja blöd. Dann nehmen wir den. Ach, da ist die Uhr, deswegen. Leute, Leute, Leute. Okay. Warum sehe ich die denn so nicht? Hier, diese Uhr. Die kann hier nicht hängen. Oh. So, jetzt aber. So, jetzt kommt der wieder weg. Und der Dreier hin. Und passt trotzdem nicht. Ist das immer noch die Uhr? Es ist ja wirklich lustig. So, Uhr weg. Geht doch. Aber das Radio steht nicht mehr. So, dann müssen wir es so hinstellen und, okay, es hat ja ewig gedauert. Ich hoffe, dass es hier nicht weiter stellt, aber hier ist auch der Spiegel von der Seite zu sehen. Gut, und ins Bad? Na gut, können wir jetzt so nicht mehr reingucken. Ist ein bisschen blöd, oder? Das finde ich an den Spiegeln immer doof, aber es geht halt nicht zu ändern. Okay, wir sind bei Akiko und Akiko kann ein bisschen tanzen üben. Seiner wechseln, zuhören und so weiter, tanzen, bla. Will ich nicht, ich will hier im Spiegel. Warum geht das nicht? Oder musst du dich selber drücken? Outfit ändern, Wolken, Energiesäfte trinken. Eine Runde bilden. Ne, eine Runde brauchst du nicht bilden. Aber ich dachte, sie kann tanzen üben. Ist ja interessant. Okay, das ist glaube ich schon Pop und tanzen. Dann geht das scheinbar nur auf die Art und Weise und und ich glaube, ach, dieses Tanzen üben ist dann verbunden mit der Tanzfläche. Sie sieht ein bisschen trampelig aus, wenn sie so mit ihrem dicken Bauch und, naja, arme Akiko. Komm, bist du denn jetzt schon ein bisschen weiter mit deinem drittes Trimester? Wegen Versuch, Baby zu machen. Bei diesem Sim ist es fast soweit. Er ist nicht. Quatsch, er ist mehr als bereit, dieses Kind zu bekommen und hätte es am liebsten schon hinter sich. Wie was? 2 Stunden? Okay, bei diesem Sim ist es was soweit und bla bla. 2 Stunden habe ich gerade gelesen. Das hört sich sehr gefährlich an.
Gut, Jonah. Okay, Jonah badet und wenn er fertig ist mit Baden, wollte ich mit ihm. Ach, guck mal, wisst ihr was? Kann denn die Akiko jetzt trotzdem nochmal in den Garten gehen? Kann sie. So, der ist hier weiterzuentwickeln und gleichzeitig gegen Käfer einzusprühen. Ich glaube, das macht sie dann bei allen. Okay. Gut. Und hier hinten sehen auch alle ziemlich vertrocknet aus. Da geht dann Jonah hin und da können sie auch Beete was machen. Bewässern. Oh, die sieht schon arg vergammelt aus. Gegen Käfer werden die eingesprüht. Und jeden. Die sehen ja echt traurig aus, die Pflanzen hier, würde ich mal sagen. Oh, Telefon. Wer ist da dann? Hey, wir hatten schon lange keine Versammlung mehr. Wie wär's, wenn wir uns alle treffen würden? Ich dachte, wir könnten uns hier treffen im Hasenbau. An einem so schönen Tag sollte man draußen sein. Treffe uns im Park. Willst du auch kommen? Das ist jetzt total bescheuert. Eigentlich würde ich total gerne kommen. Okay, wir gehen einfach hin und machen dann danach den Garten. So, cool. Sind das alles aus der Gruppe oder wie? Das, wen haben wir denn hier? Lukas haben wir, Björn ist da, Jonah natürlich und Moira ist auch da. Und was machen wir mit der Gruppe? Du kannst dir mal was erzählen, ein bisschen tratschen mit ihr. Ich sehe hier zwei Kinder. Wieso eigentlich? Naja, du brauchst doch nicht über Techtelmechtel erzählen. Oh, guck mal, hier läuft Tanja und das ist ja niedlich. Was machen wir hier eigentlich? Ich denke, wir treffen uns hier und wir sind Gartenfreunde. Wo ist denn Björn jetzt hingelaufen, wenn ich mal fragen darf? Und wieso sitzen die alle in Unterwäsche? Das hat immer noch damit zu tun, dass die Sims hier zum größten Teil, jetzt verstehe ich, zum größten Teil noch von dem Mod, beziehungsweise von dem Patch geschädigt sind. Die sind noch nicht alle angezogen. Ich habe es einfach noch nicht so weit geschafft, weil ich glaube, drei verschiedene Spiele anziehen muss. Naja, man versteht es kaum. So, okay, gibt's denn hier was zu tun? Ja, klar gibt's was zu tun. Aber ich habe sogar was im Inventar, was ich da einpflanzen kann. Aber müsste ich doch eigentlich. Nee, habe ich nicht. Hab ja alles verkauft. Warum haut er ab? Ist der doof? Wir haben doch gerade angefangen. Kannst du hier was machen? Du kannst hier Samen kaufen. Okay, wir kaufen hier Gemüse für Einsteiger und zwar einmal. Okay, hab ich und ja, öffnet das mal. Oh toll, ich habe hier einmal Porree oder was ist das? Spinat. So wie. Cool. Und das andere verkaufen wir gleich wieder. Das wollen wir nämlich gar nicht haben. Und was ist das? Ein Pilz. So, und jetzt gehst du da mal hin und dann kannst du den einpflanzen hier einmal pflanzen und nochmal pflanzen. Du wirst ihn doch nicht essen. Nee, nee. Und wo ist Moira jetzt? Was ist denn mit meiner Gruppe los? Versammlung soll enden. Nee, 127 Punkte, aber kann ich die Gruppe nicht rufen? Wie macht man das eigentlich? Gut, er macht hier und tut. Und ich glaube, da musst du noch mal gießen. Oh, zusammen bewässern. Ja, cool. Das machen wir jetzt. Alles klar, wir bewässern hier zusammen. Das wird ja richtig klasse. Das ist ein bisschen wie so ein. Naja, ich will mich jetzt hier nicht weiter auslassen, wie das jetzt. Aber zusammen bewässern ist anders. Ich würde sagen, da nehmen alle teil, ne? Krieg mal, jetzt kommt da angerannt. Und jetzt kommt auch sie. Ja, ne, ist ja auch wirklich zum Lachen. Hier, vielleicht können wir ihm auch mal was erzählen. Nach Tag fragen wir ihm. Ist schon fertig, ihr seid ja alle doof. So, einen koketten Witz wollen wir nicht erzählen. Aber sie anbrüllen könnten wir. Aus Gruppe austreten. Über Gartenzwerggruppe reden. Ist sie auch ein Gartenzwerg? Oder ist sie kein Gartenzwerg? Nö, sie ist einfach nur eine Erwachsene ohne Gartenzwerg. So, wo bist du denn, Jonah? Was macht ihr denn hier? Hier sitzen und plaudern, zusammensitzen. Cool, das machen wir auch. Und die tanzen natürlich nicht. Was wollen die zusammen Frösche suchen? Sie wollen zusammen den Garten pflegen und sie wollen zusammen angeln gehen.
Das machen wir dann ein andermal. Irgendwie im Moment ist es ein bisschen blöd hier, weil wir uns in unseren eigenen Garten. Können wir die eigentlich auch mit nach Hause nehmen, in unseren Garten? Jedenfalls weiß ich nicht davon. Ellen hat hart gearbeitet, ist jetzt zweier Grundschüler. Okay. Sie ist Leiter der Gruppe und findet es großartig. So, wir starten jetzt die Versammlung nicht. Wir gehen jetzt nach Hause und beenden hier erstmal diese Versammlung für heute. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt hier angeln gehen wollten oder irgendwas. Jedenfalls, jo, Jonah, du gehst jetzt. Jetzt war ja mal ein kurzer Gruppenbesuch, aber mit den zwei Pflanzkästen da gießen war ja wirklich ein bisschen sehr lustig. So, was hat denn die Akiko je gemacht? Ja, nicht. Was ist denn dem Armding da passiert? Du sollst gegen Käfer einsprühen, dann machst du das jetzt weiterentwickeln und den auch weiterentwickeln und ich glaube, den kannst du hier auch weiterentwickeln. Und der sieht ja da wirklich grausam aus. Wo ist denn Akiko? Kann die gleich hier helfen? So geht das nicht. Oh Gott, die sehen ja immer trauriger aus. Okay, du sprühst gegen Käfer ein, das dauert ewig und du erntest hier mal alles. So, und Akiko kann sich mal hier raufstürzen und mithelfen und sie wird bewässern. Und jeden. Das ist ein guter Zug, dann arbeiten alle zusammen und gut, jetzt haben wir sie immer noch nicht gefunden. Sie tanzt hier rum und sie sitzt am Computer. Ist sie. Die Kinder sind doch wieder da, habe ich gehört. Wo ist Ellen? Er plaudert mit Misha, aber ich weiß nicht, warum er nicht da ist. So, er ist zu Hause. So, mein Kleiner, du wirst hier das mal aufräumen. Und dann kannst du auch das andere aufräumen. Und die anderen kommen jetzt auch mal nach Hause. Zurück nach Hause und zurück nach Hause und zurück nach Hause. So, und dann... Jetzt bin ich hier auf Kevin. Und dann wird Kevin nämlich auch gleich, damit er nicht so schlecht ist in der Schule, gleich Hausaufgaben machen. Und die anderen Kinder, also weit waren die nicht. Die machen nämlich... Wo ist dein Hausaufgabenheft, mein Freund? So, das ist jetzt Mischa, dann kann es ja nur hier hinten liegen irgendwo. Hoffe ich doch. Da liegen Hausaufgabenhefte und gut, dann macht er damit Hausaufgaben. Und hier ist noch einer ohne. Zieh's mal gleich rein und dann machst du hier auch Hausaufgaben. Und Ellen hat eins im Inventar. Ach Gott, jetzt räumt er das ganze Geschirr überall weg. Aber das ist ja auch nicht sinnlos. Irgendwie ist es ja trotzdem cool. So, Jonah ist jetzt hier vorne dran und jetzt sehen die Pflanzen auch wieder einigermaßen aus. Er sprüht. Sind die auch zu gießen gewesen? Ich glaube nicht. Die können das nicht, deswegen geht das nicht. Also es geht nur bei Jonah. Nee, nee, ernten und so weiter geht nicht und gießen. Wie weit ist denn Akiko jetzt hier schon in ihrem Garten? Sie ist ziemlich schnell und wenn sie so schnell ist, könnte sie auch ja, weißt du, wenn du so schnell bist, dann sprühst du mal hier und ja gut, immer Jonah soll immer noch ernten. So, wo ist er? Die harte Arbeit hat sich gelohnt, jetzt entwickelt er weiter und Akiko? Akiko steht da und sprüht jetzt auch. Das ist natürlich richtig, wenn du schwanger bist, solltest du unbedingt die Bäume mit Gift besprühen. Und vor allem erst besprühen und dann ernten. Das würde ich auch so machen und ich glaube, wir haben jetzt völlig verpasst, dass die Sophia ist ja schon wieder da. Und das ist eigentlich eine gute Idee. Ich weiß nicht, Sophia mit ihr nochmal auszugehen. Vielleicht finden wir doch noch einen Kerl für sie. Irgendwie was aufzugabeln oder so. Denn so richtig glücklich sieht sie nicht aus. Wir kümmern uns mal um sie. Sie ist, ja, sie muss einfach mal duschen gehen. Und das kann sie jetzt noch tun. So eine erfrischende Dusche nimmst du. Dann geht's dir besser. Akiko geht's auch blöd. Sie sprüht. Aber da könnte auch Jonah helfen, dass sie nicht alles alleine machen muss. Obwohl, das ist ja nur ein bisschen sprühen. Das schafft sie schon. So, Jonah ist auf dem Klo. Und er hat
Hunger. So, dann kannst du dir auch was nehmen, was zu essen. Öffnest das mal hier. Es gibt heute diesen Barsch. Und hinterher kannst du hier gleich mal aufräumen. Das macht sich immer ganz gut, denn die ganze Zeit standen jetzt elend viel Teller rum, muss ich mal sagen. So, das war Jonah schon. Die Kinder machen Hausaufgaben, beziehungsweise, wem klingelt denn jetzt das Telefon? Keine Ahnung, hab's nicht gesehen. Na, wenn es bloß zweimal Bing Bing macht, weiß ich auch nicht, wem das Telefon klingelt. Kann ich leider. Ach, guck mal, da ist Melanie. Melanie kommt immer noch zu Besuch. Und, okay, wie weit bist du? Sie hat keinen Spaß. Gut, dann holst du mal hier irgendwie, lässt du mal Melanie herein und sie ist ja sowieso ewig Stammgast des Hauses. Und ihr könnt zusammen intensiv zu ihrem nächsten Lied tanzen. Na gut, dann erzähl ihr irgendwas und dann könnt ihr zusammen tanzen. Du kannst sie mal kennenlernen. Ihr den Tag verschönern mit Hüftstoß. Das ist auch bestimmt lustig. Jetzt geht's nicht mehr. So ein Hüftstoß und hinterher könnt ihr. Was habe ich denn jetzt gemacht? Es geht nicht zusammen tanzen. Also man kann es nicht. So in nur intensiv zu hören und tanzen. Finde ich aber komisch. Warum nicht? Sich frisch machen, Aussehen ändern und so weiter. Und okay, du kannst trotzdem tanzen, denn das macht bestimmt, glaube ich, Spaß. Und ansonsten, gut, geht's jetzt allen ganz gut. Die arme Hakiko muss wirklich ständig aufs Klo. Kann sie eigentlich aufs Klo gehen, wo ihre Kinder sind oder nicht? Ist das peinlich? Dem Kind ist es peinlich. Und ihr auch? Und okay, ich weiß auch nicht, ob es ihre Kinder sind, dann verwendest du dieses Klo. Und haben Schwangere immer Hunger? Zumindest haben sie immer Appetit. Und das ist ja irgendwie Personal einstellen zum Kochen, kann sie. So, und irgendjemand sollte dann überhaupt auch langsam mal loskochen, weil hier steht nicht mehr viel im Kühlschrank. Jonah, war der nicht auch irgendwas essen? Jonah hat was geerntet. Das ist hier falsch. Ich wollte euch gucken. Ja, Jonah muss wohl gegessen haben, aber er sollte doch eigentlich auch das aufräumen hier. Na gut. Ja, weil wir es nicht mehr genau wissen, räumen wir es weg. Und Akiko hatte ich eigentlich gesagt. Okay. Gut. Aber an dieser Stelle ist der Part erstmal zu Ende. Schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Simba.